MDR Sachsen-Anhalt, der Fan-Talk in Zusammenarbeit mit dem SC Magdeburg nach einem unfassbaren Spiel gegen die MT Melsungen heute hier in der GTEC Arena. Diese Torte, die Sie gerade gesehen haben, die hat heute Morgen mir ein Fan sowohl vom Radio MDR Sachsen-Anhalt als auch vom SC Magdeburg irgendwo aus dem Harz namens Doreen Fiedler zukommen lassen. Und ich bin wie so ein kleines Kaninchen den ganzen Vormittag hier durch die Halle gerannt und habe Bilder gemacht mit den Spielern, mit der Torte, mit den Trainern und auch mit dem ganzen Hintergrundteam. Und ich sage Ihnen, wenn ich mit Marco Besiak fertig bin, dann schneiden wir den zusammen an und verteilen die Stücken, ja? Oder wer möchte, kann den auch von uns ins Gesicht geklatscht kriegen, so wie früher in den Schwarz-Weiß-Filmen. Mensch, Marco, was macht ihr da? Oh. Wie geht's dir? Mir? Ja. Okay. Ist nicht super, aber... Guck mal, wie es denen geht. Die sind alle überhaupt nicht okay. Die haben alle eine blasse Nase, sind fix und alle und sind halbwegs froh, dass es am Ende so halbwegs gut ausgegangen ist. Bevor wir ein bisschen über das Spiel reden, versuchen wir uns zu beruhigen und sagen erstmal danke für deine starken Worte im Internet. Dein Bekenntnis zum SC Magdeburg und zu Magdeburg. Und ich sage dir... Wir haben im Profisport ja schon die ein oder andere Geschichte erlebt hier mit Küssen vom Emblem und dann waren sie 2 Monate später weg. Wenn du das machst, ich finde dich. Nee. Was ist denn da passiert? Vielleicht kannst du es mal aus deiner Sicht erklären. Wie kam es denn zu diesen Gerüchten? Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch in Volksstimme das gelesen und ja, hat mich ein bisschen überrascht, aber ist gar nichts. Mit meinem Berater, ich habe reden und hat gesagt, auch nichts bei THW Kiel oder so, das ist... Kiel ist auch eine total doofe Stadt. Der Verein ist ganz gut besetzt. So, beschreib mal das Spiel aus deiner Sicht. Ja, war ein sehr schweres Spiel für uns. Wir haben bei der Mannschaft sehr gut gekämpft und am Ende unentschieden geschafft. Wir aber... Ich denke, war das verdient und ja, wir können froh sein, dass wir haben diesen Punkt heute geschafft. Ich habe dich selten so intensiv aufregen sehen über Entscheidungen des Schiedsrichters. Was war denn da heute los? Okay. Ich hatte zwischenzeitlich Angst, dass wir die Sicherheitskräfte holen müssen, um dich zurückzuhalten. Nee, war gar nicht so etwas. Ich habe nur so ein bisschen probiert, dass auf unserer Seite stehen. Aber ja, am Ende vielleicht ja, war diese Stürmerfoul und 7 Meter. Aber 7 Meter war klar, Stürmerfoul vielleicht nicht. Aber okay, so ist. Das heißt, du warst gar nicht so unzufrieden, sondern das war nur so ein Profisportler-Kniff. Ja, so etwas. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so antwortest, aber ist großartig. Diese Situation, als Robert ein bisschen unglücklich agiert hat, irgendwie so 10 Minuten vor Schluss, Robert Weber, 2 Freistehende vergeben, 7 Meter verworfen, gab es einen 7 Meter für Magdeburg und dann stand der Trainer, hat in die Richtung geguckt, du hast in die andere Richtung geguckt und Robert hat in die Richtung geguckt und die anderen haben so immer. Den klassischen Bennett Wiegert, kennen Sie noch? Ein dreckiges Foul und dann... Was war denn da los? Wie kann sowas passieren? Ich habe gedacht, dass Robin noch einmal werfen, aber okay, dann hat er gesagt, dass das kann ich werfen. Hab Tor gemacht, zweite Mal nicht und am Ende hat Robin wieder geschafft. Das ist total wahnsinnig, oder? Schaltet man da die Nerven aus? Was macht man da? Ja, ist schwer. So 7 Meter ist, ja, sie ist so ein bisschen leichter, aber ist nicht. Und ja, Robin macht das sehr gut und wenn ich kann, helfen ihm, so zu meinen 7 Meter im Spiel, ist okay, aber er ist unser erster 7 Meter-Werfer. Das heißt, der Mann des Spieltages ist aus meiner Sicht, weiß nicht, ob Sie das sportjournalistisch mit mir mittragen, auf jeden Fall Marco Besiak, erstens gutes Spiel gemacht, zweitens, wartet, ich kann es erklären, zweitens die Schiedsrichter auf unsere Seite gebrüllt und drittens mit Absicht einen 7 Meter reingemacht und einen verworfen, damit Robert den letzten entscheidenden reinmachen kann.
Liebe Kollegen von der Volksstimme, ich hoffe, ihr habt das mitgeschrieben, so will ich das morgen als Spielauswertung in der Zeitung lesen. Wir schneiden jetzt die Torte an, du kannst Autogramme schreiben, weil mehr ist überhaupt nicht zu diesem Ding zu sagen. Es ist mir ein unglaubliches Bedürfnis, Ihnen zu sagen, danke, dass so viele hier sind und Marco Beserk feiern, weil Marco Beserk ist ein Mann, den wir unbedingt hier in Magdeburg brauchen. Und wenn Sie ihn sehen, auf dem Alten Markt oder im Allee Center oder wo auch immer in der Stadt, nehmen Sie ihn, krabbeln Sie ihn richtig durch und sagen Sie, danke, dass du hier bleibst. Das war der Fan-Talk, vielen Dank. Noch Dank zu allen Fans, das hat so gut heute unterstützt uns. So, na, wir halten hier.